Wie man so ein Muster häkelt, zeige ich euch heute. Es ist ein schönes durchbrochenes Muster und lässt daher luftige Arbeiten beim tunesischen Häkeln zu. Ich verwende dafür zwei Farben von der Hetnat XL 55, die auch eine Lauflänge von 55 Meter hat und zu je 50% aus Schurwolle und Polyacryl besteht. Dann verwende ich eine Häkelnadel Nummer 6,5. Ich habe hier eine Doppelhäkelnadel, die muss es aber für dieses Muster, das ich euch in hin- und hergehenden Reihen zeige, nicht sein. Ich beginne mit einer Luftmaschenkette, wie immer beim tunesischen Häkeln, und schlage dazu 16 Luftmaschen an. Das hier ist bereits meine erste Schlinge auf der Nadel. Ich drehe nun die Luftmaschenkette leicht nach vorn, damit ich hier diese querliegenden Maschenglieder vor mir habe, und steche nun in die 15. ein und hole mir hier eine Schlinge. Also ich hole die Schlingen meist aus diesem querliegenden Maschenglied, weil man dann hier eine sehr schöne Abschlusskante bekommt. Die erste Reihe arbeitet man also wie meist beim tunesischen Häkeln. Man fasst sich die Maschen auf und häkelt eben eine Reihe im Grundmuster. Bin ich bei der 16. angelangt. Nun kommt die zweite Farbe ins Spiel. Ich häkle hier am Ende eine Luftmasche und häkle dann die Maschen zurück. So, nun beginnt mein eigentliches Muster. Ich häkle eine Luftmasche, steche in die folgenden zwei Maschen ein, hole den Faden durch und häkle eine Luftmasche. Dann arbeite ich einen Umschlag. Dann wieder in die folgenden zwei Maschen einstechen und den Faden durchholen. Eine Luftmasche häkeln und einen Umschlag. Zwei Maschen einstechen, Faden durchholen und eine Luftmasche häkeln. Umschlag. Zwei Maschen einstechen, Faden durchholen, Luftmasche, Umschlag. Zwei Maschen einstechen, Faden durchholen, Luftmasche, Umschlag. Zwei Maschen einstechen, Faden holen, Luftmasche, Umschlag. Zwei Maschen einstechen, Faden holen, Luftmasche, Umschlag. Und hier in die letzte Masche einstechen. Und eine Luftmasche arbeiten. Dann den Faden, die Farbe wechseln, wieder eine Luftmasche häkeln und zurück.
Nun wieder eine Luftmasche. In zwei Maschen einstechen, den Faden durchholen und eine Luftmasche. Umschlag. In zwei Maschen einstechen, Luftmasche, Umschlag. Einstechen, Luftmasche, Umschlag. Immer in zwei einstechen. Und am Ende hier für eine saubere Kante in beide Schlingen einstechen und nochmals eine Luftmasche arbeiten. Und mit der neuen Farbe dann ebenfalls eine Luftmasche arbeiten und dann geht's wieder zurück. Wenn euch das tunesische Häkeln gefällt, dürft ihr gerne unsere tunesische Gruppe besuchen auf Facebook, die heißt Tunesisch Häkeln oder Sträkeln. Dort gibt es viele weitere Ideen zu diesem Thema. Ich zeige euch nun noch eine Reihe, aber ich denke, das Muster ist klar. Kann ich mir auch sehr gut in Schwarz-Weiß vorstellen. Ich beginne wieder mit einer zusätzlichen Luftmasche. Steche dann in die ersten zwei Schlingen ein, hole den Faden durch und arbeite eine Luftmasche, dann einen Umschlag. Hier aufpassen, dass ihr stets in die braunen Schlingen einsticht, also nicht zweierlei Farben, so wie hier, sondern wirklich in die braunen Schlingen, damit ihr die Maschen der Vorreihe habt. Die Reihen wiederholen sich also ständig. Da verschiebt sich nichts, also stets die Hinreihe und die Rückreihe wiederholen. Nun hatte ich am Anfang gesagt, 16 Maschen anschlagen. Das ist für dieses Musterläppchen auch in Ordnung. Also arbeitet immer ein Musterläppchen, bevor ihr euch an ein neues Muster macht, mit einem ganzen Modell. Aber wenn ihr jetzt einen Schal oder einen Pulli damit arbeiten möchtet, schlagt lieber eine ungerade Maschenzahl an, dann habt ihr hier rechts und links die gleichen Kanten. Also hier hättet ihr dann immer noch eine Masche im Grundmuster, die man ebenfalls mit einer Luftmasche abhäkelt. Dann sieht das rechts und links gleich aus. Ich kann ja vielleicht mal hier eine Masche zunehmen, damit ihr das noch sehen könnt, wie das dann eben aussieht. Ich nehme jetzt also ganz bewusst eine Masche zu. Häkle eine Luftmasche. Häkle nun mal zuerst zurück. Und dann könnt ihr in der Hinreihe dann sehen, wie man diese zwei Maschen am Ende arbeitet, wenn man mit einer ungeraden Maschenzahl häkelt. Dann hat man eben rechts und links eine gleich schöne Kante und das ist eigentlich immer besser. Nun eben wieder eine zusätzliche Luftmasche und nun stechen wir immer in die grünen Schlingen ein. Luftmasche, Umschlag. Einstechen, Luftmasche, Umschlag. Einstechen. Umschlag und ihr seht, nun habe ich eben am Ende noch zwei Maschen. Das ist nun gewollt. Ich steche ein, arbeite die Masche wie im Grundstich, arbeite aber auch hier die zusätzliche Luftmasche. Und dann eben die letzte Masche, auch mit einer zusätzlichen Luftmasche. Und so habe ich dann hier rechts und links zwei Kanten, zwei gleiche Kanten.
Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Muster.